Durchdringende Schreie, betäubender Lärm, gefühllos blickend, ich seh nun nichts mehr. Schutt und Asche, sonst ist alles leer, es ist vorbei, es geht nicht mehr. Wir laufen und laufen, manche kommen nie an, das Kind hinter mir schreit, dass es nicht mehr kann. Wir laufen und laufen, Angst und Furcht ist unsere treibende Macht. Ihr zu entkommen, erfordert viel Kraft. Wir laufen und laufen und laufen. Ja, das war Viktoria Binsker, Mitglied im Jugendclub mit dem sprechenden Namen Knigges Nightmare. Knigges Nightmare hat einige Kinder, die nachmittags sich dort treffen. Und mit diesen Kindern haben wir dieses Projekt zu Hause in der Fremde bearbeitet. Die anderen Mitglieder dieses Projektes sind Eileen. Das ist Eileen Gerosch. Dann haben wir Sarah Mennel. Anne Merker, Moritz Biskupski und als Praktikant Patrick Nitzwiecki, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Ja, prima, gut. Vielleicht kurz etwas zu der Thematik insgesamt. Ich finde es richtig, dass Nova America nicht nur als ein Raum definiert wird, in dem sich europäische Fluchtwege kreuzen und vermischen, sondern auch Fluchtwege aus nicht-europäischen Ländern. Und das ist halt heute sehr aktuell. Die Schwierigkeiten im Zusammenleben von Polen und Deutschen haben wir gut im Griff bekommen und jetzt sind andere Schwierigkeiten vor uns, nämlich das Zusammenleben von Deutschen, Polen und Kulturen nicht-europäischer Länder betreffen. Und ich glaube, dass Nova America irgendwie auch ein schöner Titel ist für diesen Versuch, verschiedene Kulturen zusammenzuschmelzen, wie das im alten Amerika schon passiert ist. Also ich selber persönlich erhoffe mir von dieser Begegnung mit verschiedenen Kulturen sehr viele positive Effekte eben auch für die deutsche Kultur. Nun ist es so, dass es gibt im Moment 60 Millionen Flüchtlinge auf der Welt oder 60 Millionen Displaced Persons, sogenannte. Und von diesen 60 Millionen leben circa 600 hier in Frankfurt-Oder. Und es gibt sehr große Vorbehalte der Bevölkerung gegenüber diesen neuen Mitbürgern. Es gibt sehr viele falsche Informationen im Internet. Es wird gesagt, dass Ausländer sind kriminell, Ausländer vergewaltigen unsere Frauen, Ausländer wollen nicht arbeiten, sondern wollen nur unser Geld kassieren. Und dahinter steht zum Teil eben auch ein sehr großes Unwissen über die Leute, die hier zu uns kommen. Wer ist das eigentlich? Es gibt gar keine oder es gibt sehr wenige Begegnungen, wo man die Menschen kennenlernen kann, wo man sich treffen kann, wo man sich unterhalten kann, wo man etwas zusammen machen kann. Und ich denke, wenn das mehr initiiert würde von verschiedenen Organisationen, zum Beispiel auch von Nova America, macht ja sehr viel in dieser Richtung, dann würde man einfach sehen, dass Menschen aus anderen Kulturen mit denselben Lebensproblemen zu kämpfen haben, wie wir auch. Und das ist irgendwie unsere Brüder und Schwestern sind. Und unser Projekt Zu Hause in der Fremde ist ein kleiner Schritt in diese Richtung. Wir wollten Begegnungen mit Flüchtlingen initiieren,
Und wir wollten das mit Kindern machen, weil wir dachten, ja, die Kinder sind noch nicht, also die Vorurteile sind bei den Kindern noch nicht so verfestigt. Da kann man noch mehr erreichen bei ihnen. Ganz kurz nochmal zu der Zeit des Projektes. Das Projekt, ich muss mal hier. Das Projekt hat leider nicht ein ganzes halbes Jahr gedauert, sondern wir hatten nur knapp 2 Monate zur Verfügung dabei, weil das Projekt an einer anderen Schule begonnen hatte, da aber nicht weitergeführt werden konnte wegen zeitlichen Schwierigkeiten. Und so haben wir uns entschlossen, uns an die Frau Karg vom Jugendclub Mikado zu wenden. Und Frau Karg, da sitzt sie. Frau Karg hat, trotzdem sie ein großes Kinofestival organisieren musste, hat gleich zugesagt und hat dieses Projekt unter ihre Fittiche genommen. Jetzt, also das Thema war, Begegnungen zu initiieren, und das erste, hoppla, also 600 Flüchtlinge in Frankfurt-Oder. Hier nochmal ist eine Befragung. 53% der Befragten in Brandenburg meinten, dass die Flüchtlinge das Leben nicht bereichern, also dass wir sie nicht brauchen. Und 36% aber immerhin halten Flüchtlinge für eine Bereicherung. Das ist zum Beispiel hier auf dem Bild der Herr Patzelt, ein Abgeordneter des Bundestages, der 2 Flüchtlinge aus Eritrea bei sich aufgenommen hat in Briesen. Ja, wie sind wir vorgegangen? Also, was kann man tun? Zuerst mal sollte man sich besuchen, gegenseitig. Was die Kinder jetzt gemacht haben, ist erstmal eine kleine Einladungskarte gemalt und geschrieben, dann haben sie angerufen im Flüchtlingsheim in Messe, ja, in der Messe, und haben da einen Termin bekommen und sind dann dorthin gefahren und haben ihre Einladungskarte abgegeben. Wir hatten, glaube ich, mit etwa 8 Teilnehmern gerechnet, und 2 Wochen später kam dann ein ganzer Bus mit Flüchtlingskindern, und wir hatten 2 Busse waren es sogar. Also das ganze Mikado war voll, und wir hatten uns vorgenommen, mit den Kindern zu kochen. Wir wollten Pfannkuchen backen zusammen. Das kann man auch, ist natürlich klar, die Kinder konnten kein Deutsch, und es war zu überlegen, was können wir mit den Kindern machen, das eben leicht zu kommunizieren ist. Und Pfannkuchen backen, glaube ich, ja, das weiß jeder. Das haben wir dann gemacht, und etwa 20 Kinder sind dann gekommen. Vielleicht Patrick, der Praktikant, kannst du vielleicht was erzählen darüber, was ihr gemacht habt? Ja, also wir haben erst eine Kennenlernrunde gestartet. Wir hatten 2 Dolmetscher, einen aus, der halt Afghan konnte, und dennoch ein, da die Sprache kann ich mich leider nicht mehr erinnern. Und wir haben halt eine Kennenlernrunde gemacht, wir auf Deutsch, die halt auf ihre Sprache. Und ja, danach ging es auch gleich los zum Kochen, würde ich sagen. So, da kann man ja sehen, wie die Kinder Spaß dran hatten. Und wir haben halt Pfannkuchen gebacken, und ja, es war auch sehr lecker, muss ich sagen. Also wir haben ungefähr 1 Stunde mit denen gekocht oder gebacken, und ja. Ja, natürlich, es war schön, natürlich, ja. Es war halt schön zu sehen, wie sie halt Spaß dran haben mit uns von einem anderen Land halt Essen zu bekommen. Okay. Mhm.
Dann der zweite Schritt war, jetzt haben sie also wir Flüchtlingskinder zu uns eingeladen. Die haben gesehen, wie deutsche Kinder leben, was deutsche Kinder machen. Und der zweite Schritt war, selbst nochmal ein Flüchtlingsheim zu besuchen und sich umzuschauen, mit den Leuten zu sprechen und auch die Wohnungen, also die Zimmer und die Küchen zu besuchen. Und dann sind wir ins Asylbewerberheim nach Seefichten gefahren. Und das war insofern ganz witzig, also wir wollten uns eigentlich Räume anschauen. Wir hatten einen Termin vereinbart mit einer Sozialarbeiterin, die uns durch die Räume führen wollte. Die hatte aber keine Zeit und dann ist ein Asylbewerber, der Julien, aus Kamerun eingesprungen und hat uns rumgeführt. Aber bevor wir das gemacht haben, hier hinter den Häusern spielte gerade Mohammed. Mohammed spielte gerade alleine Fußball. Und wir waren nun da zu fünft, also fünf Kinder und oder vier. Und das erste, was wir natürlich gemacht haben, ist Fußball spielen. Ne? Und Mohammed war natürlich auch glücklich, dass er dann jemanden hatte, mit dem er spielen konnte. Er musste nicht immer alleine auf das Tor bolzen. Und dieses gemeinsame Sport machen, das war so eine ganz spontane Aktion und das hat auch die Ängste der Kinder, die natürlich auch Furcht hatten vor diesen fremden Leuten, vor dieser fremden Umgebung, das hat diese Furcht sofort abgebaut. Und nach diesen Fußballspielen waren die Kinder ganz gelöst und wollten auch unbedingt etwas erfahren. Und Julien hat ihnen erzählt, woher er kommt und aus Kamerun und wie er lebt. Und dann sind wir eben durch die Räume gegangen und haben uns mal angeschaut, wie das ist, wie das die Flüchtlinge, so wie es heißt, in Saus und Braus leben. Alle 2000 Euro Begrüßungsgeld bekommen und das sind so falsche Informationen, die endlos kursieren in den sozialen Netzwerken. Die Wirklichkeit sieht ein bisschen anders aus, wie man hoffentlich auf diesem Bild sehen kann. Also das ist ein ganz normales Zimmer, ein Doppelzimmer, das ist jetzt schon klein genug. Und aus diesem Doppelzimmer ist mittlerweile ein Vierbettzimmer geworden. Also im kleinen Raum leben jetzt vier Menschen. Julien hat weiter erzählt, wie das in der Küche ist. Wir haben uns verschiedene Küchen angeschaut, dass die Küchen manchmal sauber gehalten werden, aufgeräumt sind, manchmal aber auch nicht. Und wie viele Konflikte der Bewohner daraus entstehen und es gibt ziemlich viele Konflikte, die sich um diese Frage drehen, wie in allen WGs, wer macht die Toilette sauber, wer spült ab. Ja. Diese ganze Aktion hat, wie lange waren wir da, Victoria? Warst du da? Ja, wie lange waren wir da? 2 Stunden? Ja. Und Julien hat irgendwie sehr, sehr bereitwillig so auch aus seinem eigenen Leben, aus seinem Flüchtlingsleben erzählt. Ach, was ich vergessen habe zu erwähnen, der Beginn des Projektes sah folgendermaßen aus. Ich habe Gegenstände von Flüchtlingen gesammelt. Also ich kenne einige, die habe ich gefragt, was habt ihr aus euren Heimatländern mitgebracht? Was verbindet euch noch mit dieser Heimat, also Gegenstände, die sie noch mit der Heimat verbinden. Und diese Gegenstände habe ich gesammelt und wir haben dann diese Gegenstände den Kindern vorgelegt. Und die Kinder haben sich dann überlegt, was sind das für Gegenstände, zu was wurden sie gebraucht, also welche Geschichte steht hinter diesen Gegenständen. Und so haben wir auch durch dieses Gespräch und diese Gegenstände haben wir die Neugierde der Kinder geweckt. Dann haben wir, also das war sozusagen, das habe ich vergessen zu erwähnen, das war sozusagen der allererste Schritt, das, die Neugierde wecken bei den Kindern.
Dann ging es weiter. Wir haben unsere Erlebnisse verarbeitet, also wir haben uns kreativ betätigt. Wir haben, wir haben einen Würfel gebaut, den haben wir außen beklebt mit schönen Ansichten von Frankfurt. So die Ansicht, die man versucht auch zu vermitteln. Und innen drin, in diesem Würfel hineingebaut, haben wir dann ein Flüchtlingszimmer. Und wir wollten dadurch den Kontrast zwischen äußerem schönen Schein und innerer trauriger Wirklichkeit ausdrücken. Das haben wir insofern gemacht, als wir hier in diese Sonne, diese Nase, die haben wir ein Loch reingeschnitten und dann kann man durch dieses Loch, man kann das Licht anknipsen und dann kann man durch dieses Loch sehen und man sieht dann hier die verschiedenen Gegenstände, also der Stuhl, den Tisch und die Betten. Ja, das war ein Schritt und dann ging es weiter. Patrick, erzähl du mal was, was haben wir noch gemacht? Ja, also da könnt ihr jetzt sehen, wie wir den Tisch, die Betten und einen Schrank quasi gemalert haben und auch zubereitet haben. Wir haben den auch dann noch zusammengeklebt und haben es dann quasi halt auch noch ins Styropor gesteckt, damit es halt auch hält. Und ja, da könnte man nochmal sehen, da sieht man halt nochmal, dass wir Bilder halt, also die Bilder halt an der Seite angeklebt haben. Das sind halt Sehenswürdigkeiten von Frankfurt. Und ja. Das hier ist Paula. Paula ist leider heute nicht dabei. Oh, sorry. Paula ist leider heute nicht dabei. Dieses Mädchen hier, sie war wirklich sehr, sehr aktiv. Sie hat sich sehr dafür interessiert für dieses Thema, aber sie ist leider verhindert heute. Das ist nochmal das Erste. Dann haben wir, das habe ich jetzt nicht dokumentiert, mit Fotos dokumentiert, wir haben Flüchtlinge interviewt. Die Kinder haben sich selber Interviews oder Interviewfragen überlegt, sowohl für Deutsche als auch für Flüchtlinge. Dann haben wir drei Flüchtlinge eingeladen zu uns ins Mikado. Und Victoria und Kevin, der leider heute auch nicht dabei ist, die haben diese Interviews geführt. Die haben sich mit den Flüchtlingen hingesetzt, haben sich diese Fragen nochmal durchgelesen und haben dann diese Interviews geführt. Und die kann man auf einem kleinen Bildschirm in unserer Kiste sich anschauen. Wir haben auch Deutsche interviewt, einen, der öfters ins Mikado kommt und eine Zufallsbekanntschaft im Kaufland in Frankfurt. Irgendjemand hat sich bereit gefunden, uns unsere Fragen zu beantworten. Und so haben wir auch erreicht, dass unser Projekt ein bisschen über die Grenzen des Mikado hinaus weitergetragen wurde in die Bevölkerung. Also haben natürlich viele Menschen gefragt, einige Menschen waren nicht bereit, uns zu antworten, weil sie keine Lust hatten oder weil sie keine Zeit hatten. Aber es jedenfalls, wir haben erreicht, dass unser Projekt bekannt geworden ist und das wollten wir. Also uns kam es vor allen Dingen darauf an, auch zu zeigen oder zu sagen, dass diese Flüchtlinge in Frankfurt sind nicht irgendwelche, die außerhalb stehen, sondern das sind Menschen, mit denen wir jetzt zusammenleben, mit denen wir unser Leben organisieren müssen. Und dafür ist es, glaube ich, wichtig zu zeigen, auch dass diese Flüchtlinge zusammen mit Deutschen auch auftreten, dass sie Teil dieser Gesellschaft sind. Ja, ich komme zum Ende mit einem kleinen Zitat von Karl Valentin. Ein Münchner,
Kabarett-Anarchist, der den schönen Satz geprägt hat, fremd ist der Fremde nur in der Fremde. Ja, das ist Teil eines Dialogs von Karl Valentin. Heute würde man sagen, jeder ist Flüchtling fast überall. Ja, also wir hoffen, dass wir in diesen 6 Monaten einen kleinen Schritt in diese Richtung gemacht haben, Begegnungen zu initiieren, Ängste abzubauen und in den Köpfen sozusagen Impulse zu setzen, sich mit den Flüchtlingen auseinanderzusetzen, sie als Bürger wie alle anderen auch zu akzeptieren, sie zu fragen, sich dafür zu interessieren, sie nicht als Fremde zu betrachten, sondern als unsere Mitbürger. Das, glaube ich, war ein gutes Schlusswort. Dankeschön. Ach so. Ja, gibt es noch Fragen? Ja, vielen Dank und sehr schön. Es freut mich sehr, dass ihr auch diese Initiative ergriffen habt. Ich wollte fragen nach den Interviews. Wonach habt ihr gefragt? Was waren die Fragen? Und welche Antworten habt ihr bekommen? Also worum ging es in diesen Interviews? Also in den Interviews ging es vor allen Dingen um die Frage, möchtest du mehr Kontakte mit Deutschen haben? Was versprichst du dir? Möchtest du in Deutschland bleiben? Natürlich auch die Gründe der Flucht. Warum seid ihr geflüchtet? Und was vermisst ihr am meisten hier in Deutschland? Wobei eine Teilnehmerin meinte, die Sonne. Ja, es waren also Fragen, die auch bewusst die Kinder, es waren keine komplizierten Fragen, sondern wir haben mit den Kindern darüber gesprochen, wie ist es, wenn ihr, stellt euch vor, ihr müsstet flüchten, ihr würdet jetzt in Kamerun leben. Was würdet ihr am meisten vermissen? Vielleicht den Regen, das schlechte Wetter. Also solche einfachen Fragen haben wir gestellt. Und den deutschen Interviewpartnern haben wir noch die Frage gestellt, was wünschen Sie sich für ein zukünftiges Zusammenleben mit den Flüchtlingen? Also was sind Ihre Wünsche? Und glauben Sie, dass die Integration, so wie Angela Merkel das irgendwie nach vorne gebracht hat, dass wir das schaffen? Das waren die Fragen. Vielen Dank. Gibt es noch Fragen? Vielen Dank. Ich möchte, habt ihr noch Kraft? Wie ging es euch dabei? Habt ihr neue Spiele kennengelernt, als ihr zusammengespielt habt? Hier kommt Nein, da kommt Ja. Möchten Sie was erzählen? Na, Victoria war zum Beispiel ganz interessiert daran, das Gedicht vorzutragen. Er hat es sehr viel Spaß gemacht. Sie hat 2 Tage mit mir geübt. Und das war zum Beispiel, glaube ich, für sie auch eine ganz neue Erfahrung, auch vorne zu stehen, ja. Das hat sie auch zum ersten Mal gemacht und dass sie das so gut geschafft hat, ist ein weiterer. Ja, und wie ging es sprachlich? Da braucht man beim Spielen wahrscheinlich keine Sprache, oder? Mit Händen und Füßen habt ihr neue Wörter gelernt? Ja, da gab es, also am Anfang gab es so eine Runde, eine Kennenlernrunde, die wurde mit einigen Spielen, glaube ich, verbunden und es gab zwei Dolmetscher dabei. Ja, es gab 2 Dolmetscher. Ja. Gut, vielen, vielen Dank. Ich glaube, das ist die jüngste Gruppe und Sie haben jetzt ein zusätzliches Applaus verdient. Okay. Vielen Dank.